kenne deinen Namen nicht. Oh, Entschuldigung. Sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bist, die Schatulle von X-Chat zu suchen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Thank you.
Yane, Matuchika, Hilbashku, Yalik, Lechilamu, Vale, Tile Tikuyal, Albashukat, Lejunsilobo, Mashon, Tialkat, Ap, El Old Egbel. Удех! Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu, Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein, die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier.
Kelwaka Goldig Zasache. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich... Meine Frau ist sehr krank, wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Meld uns, Kikitanov. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah? Gosh! Dafür habe ich nicht genug Platz.
Seten Saaseni. Marsch? Hey! Marsch? Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Sie haben oft zusammen gespielt, aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun, wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen.
Kle Chilamu. Vale. Dile Tikuyal al Bashu Katle Yunsilo. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.